Schön, dass das Schiff nicht kaputt gegangen ist beim Aufprall. Ich dachte gerade mit so einem Schrottens. Aber nee. So, dann machen wir hier mal ein bisschen mit der Kanone wieder. Ich weiß übrigens, hatte ich mir auch mal jemand gesagt, dass ich mit der Kanone, dass ich mit der Kanone mir die Kugeln spare, aber Leute, ganz ehrlich, ist doch scheißegal, also. Ich meine, ob ich da jetzt 5 Kugeln ausgebe und die mir nachher, indem ich 2 Leute kille, wiederhole, ist nicht wirklich ein Unterschied. So, Hallöchen, diesmal wieder die Gelben. Wir sollten doch eigentlich langsam richtig bekannt sein, das geht ja gar nicht, dass wir immer noch unbekannt sind. Wir können das gerade verringern. Also auch, ich meine, so allgemein, man muss da langsam raffen, dass wir einfach der Boss auf den Meeren sind. So, jetzt kann ich mein Steuerruder endlich verlassen. Und mal ganz kurz hier reinschnüffeln. So, dann möchte ich mich auch gerne mal gucken, wie viel Geld habe ich denn gerade zur Verfügung. Geld? Wird mir nicht angezeigt hier? Nicht angezeigt? Okay. 9500. Wir verkaufen mal ganz kurz. Huch, kann ich hier meine Fracht... Ich finde es auch geil, dass man auf dem Schiff die Fracht verkaufen kann. Das ergibt wirklich sehr viel Sinn. Denn hier können natürlich viele... Obwohl, vielleicht kommt so ein schwimmender Händler vorbei. Aber das ist, glaube ich, eher unüblich. So, Stoff, Metalle behalten wir natürlich. Und wir kaufen Jackdaw Upgrades. Wir können zum Beispiel Jagdkanonen verbessern. Ohne die Stärke der Kettengeschosse. Also die Jagdkanonen schießen die Kettengeschosse, soweit ich weiß, gell? Feuerkraft die Stoffwirkung und Kettengeschosse. Ja, also die Jagdkanonen schießen die Kettengeschosse, deswegen verbessere ich mal beides. Dann sind die haben wir, glaube ich, mehr Kanonen und stärkere Kettengeschosse. Boing. Bestätigt. Wunderschön. Und jetzt haben wir noch 30 Metall, daran liegt es wahrscheinlich jetzt gerade auch. Breitseitenkanonen, ja, das liegt am Metall. Oh, Alter, die werden wir auf jeden Fall noch verbessern müssen. Ich glaube, wir müssen auf Metalljagd gehen dann. Aber ich möchte auch in dieser Folge, muss ich sagen, ich möchte auch in dieser Folge an der Hauptmission weitermachen, also keine Angst. Und wir haben immer noch eine variable Mission gerade, auf der wir aus sind. So, für 350 15 Edelsteine abfracken. Wir können auch einfach mal so Schiffe in unsere Flotte hinzufügen, einfach nur um die Edelsteine abzufracken. Das geht natürlich auch. Zu meiner Flotte hinzufügen hatte ich aber auch vor, weil das ist dies ja recht gut. Die Hemmesser Odin hat ihre Aufgabe erfüllt. Ich habe einen Kleiderschrank gefunden, das ist wundervoll, den stelle ich mir aufs Schiff. So, na also, oh, wundervoll, so sehe ich mein Geld. Und einen Krug gefunden. So, und jetzt, abbrechen. So, wie habe ich das jetzt gemacht? Details? Achso, okay. Santa Luis, Seekarte. Ah, okay, ich klicke auf Seekarte und dann kann ich da also hin. Jetzt raff ich's. Okay. Ein Gelage für Reiche. Ich repariere die Odin. Bestätigen. Und wähle das Schiff aus. Wunderschön. Die MS Odin sollte das locker schaffen. Gesetzlose haben wir ja auch noch. Da ist gerade aber auch schon ein Schiff unterwegs. Seekarte. Die anderen habe ich dann wahrscheinlich noch nicht... Ah, guck mal, hier kann man eine Seeschlacht machen. Da gehen wir mal ganz kurz mit der... Glory und mit der... Slatan... Zatalan rein. Und los geht's. Feuerfässer werfen wir ab. Schiff, ein Feuerfass abwerfen. Und blub, Schiff kaputt. Und ein Feuerfass abwerfen. Blub, Schiff kaputt. So, muss man nicht mal kämpfen. Haben keinen Schaden an den Schiffen worden genommen. 22. Was ist das? Kakao? Ich glaube, wir haben Kakao gefunden. Hey, Kakao. So, und noch eine Seeschlacht können wir machen. So, beginnen wir. Feuerfass, gleich am Anfang. Flupp. Und das kann nur ein Bundesschrott. Und da hat sogar ein schwaches Schiff wie Santa Eva. Die Santa Eva tue ich, glaube ich, abfracken. Ich weiß nicht, die gibt mir irgendwie nichts. Weiterspielen. Mission anzeigen, haben wir schon gemacht. Ostkanada haben wir zum Beispiel noch nicht gemacht. Die verlorene Expedition, da schicke ich mal die MS Glory hin. Die ist gut. Sie versprechen, dass man bricht. Da schicke ich... Moment, da haben wir sie. Die Salatan ist das bestimmt, ja genau.
die Schiffe mal dahin. Die Schiffe mal senden. Und das Schlachtfieber. Da können wir die MS Triton hinschicken. Wunderschön. So, jetzt geht's aber raus hier. So, raus. Bestätigen. So. Und da kriegen wir halt hoffentlich eine ganze Menge Kohle. Freue ich mich jetzt schon drauf. Kohle, wir haben halt keine Kohle. Und unser Schiff ist ja, stimmt, unser Schiff wird ja noch abgeködelt. Mitten auf See ist auch geil, dass wir einfach mitten auf See dann einfach das Schiff bauen können, weil ich meine, wir haben zwar nur das Metall, aber natürlich sind auch erfahrene Handwerker an Bord. Was denn auch sonst? Captain am Ruder. So, jetzt gehen wir mal auf... Achso, hier ist auch noch ein Schiff, was mal... Wisst ihr was? Bereit halten wir, Stoß! Haha! Sie stehen so. Am Tor zur Hölle! Ein Wrack mehr! Ganz einfach. Ein Wrack mehr. Verstehst du, weil Wrack im Meer? Oh mein Gott. So, jetzt gucken wir mal hier. Wir sind jetzt hier. Wir müssen nach da. Okay, wir müssen diese Bucht umsegeln hier. Wer ist irgendwo hochgeklettert? La 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 la. So, ich werde es bei Metallschiffen immer anhalten und die attackieren. Ansonsten lassen wir's. Ich hätte gerne eine andere Flagge. Das wäre ja noch geil, wenn man die Flagge ändern könnte. Also schon eine schwarze. Was ist das da? Das ist unsere. Oder? Nee, ist nicht unsere. Also schon... Doch, es ist unsere. Also ich hätte schon gerne eine Flagge, aber eine schwarze auch. Aber eine, die mir rumzuckerschwere Bemessungen... Okay, das ist nicht so wichtig, das Schiff. Schon eine, die mir besser gefällt. Vielleicht was Gefährlicheres, irgendwie so eine Bestie oder so da oben drauf gezeichnet. So, Moment. Da ist eine Flaschenpost. Na dann, machen wir es halt doch. Jeha! Guten Nacht. Stopp. Und go! Woo! So will ich das sehen. Was ist Level 29? Ja, das ist nicht so schwach wie das letzte. Ich muss ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich mich wieder überschätze. Go! Oh, das sollte richtig treffen. Gute Nacht und... Cool, da kam auch was angeflogen. So. Okay, jetzt muss ich langsam... Ich muss echt aufpassen. Das sind zwei starke Schiffe, das habe ich übersehen. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ich war... Oh, das war... Gut. Ja, ich weiß. Da habe ich mich mal wieder vollkommen überschätzt. Kalter Kaffee macht schön, deswegen nehme ich jetzt keinen Kaffee. Hat bei mir bloß noch nie was gebracht. Habe ich das Quest jetzt noch? Ja. Gut, okay. Ich werde jetzt zur Mission gehen. Ja, habe ich mich übernommen. Es tut mir leid. Ich will eigentlich nicht so oft sterben, aber diese Erfolgserlebnisse, ne, die machen dann immer so, ja. So. Captain ist am Ruder. Und ob der Captain am Ruder ist, denn jetzt wird auch gerudert hier. So. Was ist das da hinten? Ich hole es mir nicht, keine Angst. Ah, das sind die beiden Level 29er aufgeklappt, glaube ich. Oh, schaffe ich das? So, und jetzt geht's los. 2300 Meter straight in die Richtung. Und da beginnt das nächste Unwetter. Ich fände es ja cool, wenn öfters mal so ein Unwetter mit Riesenwellen kommen würde, weil ich habe bis jetzt ehrlich gesagt noch nie so wirklich mit Riesenwellen oder mit Taifun zu kämpfen gehabt. Und die sind doch schon was, wo man sagt, das Spiel wird ein bisschen schwerer. Und wie Geld habe ich eigentlich gerade? 5300. Was ist das?
Level 20 und Level 20 Brick. Ich hätte Lust, die anzugucken. Warte mal, und was haben sie dabei? Holz und Metall. Moment, 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 jetzt kommt noch was der dabei hat. Oh, 100 mit... Nee, das lasse ich mir nicht hingehen. 100 Metall, meine Freunde, 100. Und ob ich mir die hole, aber wie ich mir die hole. Also das sind ja insgesamt 150 Metall, die da gelagert haben. Gut, na. Erschreckend nah. Gute Nacht. Arbeiten dran. So, drauf, drauf. Und rum. Wer rammt uns denn bitte? So, drauf. Guck mal, wir haben auch noch die Mörser, stimmt. Wo ist der? Aua, aua, aua. Oh, das war nicht so gut. Wo ist... Uhuhu. Ahnung, sie können während des Konflikts... Oh. Das mit dem Schießen... Das mit dem Ramp... Alter, nicht... Ich will doch nicht rumschwenken. Das mit dem Ramp ist scheiße. So, das erste machen wir platt jetzt, ne? Komm schon. Versenken uns gar nicht. Wir müssen schon nachladen. Okay, das erste Schiff haben wir. Was ist das denn? So, jetzt schwenken wir rum. Jetzt rammen wir mal ein bisschen. Go, 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 go! Komm ruhig her. Oh, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gerade gesehen? Heb den Befehl, Sir! Wo ist es? Wow! Alter Schwede, ey, das war heftig gerade. Übelst den Frontalangriff von beiden aber. Gute Nacht! Wo sind die Feuerfässer? Da hinten. Und gute Nacht. So, Wunderbärchen und... Ja! Aua, was war das jetzt so? Komm her, los, ich mach dich Messer, Junge. Ich mach dich Messer. Ins Gesicht und wir haben gewonnen. Blinde Justitia haben wir immer noch nicht ausgefüllt. Ich dachte gerade, das ist das, was wir gerade machen wollen. Ich finde es gut, es macht mir Mut. Oh, 100 Metall. Jackdaw reparieren auf jeden Fall. Das heißt, wir retteten aus diesem Schiff 100 Metall. Die Jackdaw reparierten wir auf jeden Fall. Ja, das kam jetzt nicht mehr so cool. Nee, lass mal das. So, wo ist das andere Enterschiff? Was? Achso, da ist ein Schiff. Level 29, natürlich. Natürlich ist das Schiff Level 29. Wäre auch zu einfach, wenn nicht. Was ist denn das für eine... Ist das unsere? Das ist unsere. Geil. Das heißt, das andere macht... Das Gegnerschiff vielleicht platt, unsere Feste macht das Gegnerschiff vielleicht platt. Da haben wir ja leichtes Spiel. Hallo? Hallo? Wie die wegboosten, wie so Spielfiguren, ist auch geil. Und, was machst denn du?
Can't wait. Das ist keine Zeit zum Schwimmen. Du darfst auch weiterklettern, das ist dir gestattet. Ja, genau das habe ich gemeint. Ja, genau das. Das darfst du tun. So, wieder zwei gekillt. Und jetzt, go! Yeah! Boah, hab ich zwei gekillt gleich? Das ist mein Captain hier. Wer sich wundert, warum manchmal so lustige Geräusche von da unten kommen, das ist mein Bruder, der guckt wieder zu. Hallo, Rotra! Geistige Behinderung und so. So, Jackdaw reparieren, ja. Und wir haben noch ein drittes Schiff, das wir jetzt ändern müssen. Es ist zum Glück nur noch alleine. So, Alter, wir haben 150 Holz gemacht, Metall gemacht, das ist richtig geil. Oh, das, oh, guck mal, wie viel Schaden das Schiff nimmt. Episch. Ja, kommt ruhig her. Greifen die eigentlich auch unsere Festungen an? Die feindlichen Schiffe? Alter, wir müssen das Schiff platten. Nein, sie haben es gekillt. Egal, kann ich mir da vielleicht noch die Resis holen? Nee, gell? Ach, schade. Wollen wir das jetzt so? Das haben wir noch nicht wir. Nicht gut genug. Sind bereit. Okay, ich fahre jetzt mal los. Jetzt fangen wir aber endlich mal los hier. Ich weiß nicht, wie lange wir schon aufnehmen, aber wir haben auf jeden Fall schon einiges an Zeit verbraucht.